Eintracht Frankfurt verspielt in der Europa League den Sieg bei Schachtjor Donetsk und hadert mit der eigenen Cleverness. Auch Bayer Leverkusen kommt nicht über ein Remis hinaus. Frank Ribéry hofft auf einen neuen Vertrag beim FC Bayern. Am Abend sind die Münchner in der Bundesliga gefordert. Gegner im bayerischen Derby ist der FC Augsburg. Sport 1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für ihren Sporttag komprimiert zusammengefasst. Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit, mit dem Sport 1 Messenger keine News mehr verpassen, hier anmelden, Anzeige, das ist passiert, Regensburg erlöst deutsches Team Gold und der erträumte WM-Titel waren zum Greifen nah, doch am Ende reichte es für Viktoria Regensburg immerhin zu Silber. Zum Bericht, UEFA ermittelt gegen Realkapitän Sergio Ramos, Kapitän des Champions-League-Siegers Real Madrid, droht eine Sanktion von Seiten der Europäischen Fußballunion, UEFA. Der Verband teilte am Donnerstag mit, dass er ein Disziplinarverfahren gegen Ramos eingeleitet habe. Zum Bericht, Westbrook glänzt, Davis Verletzten der NBA müssen die Oklahoma City Thunder gegen die New Orleans Pelicans eine bittere Niederlage hinnehmen. Und das, obwohl Russell Westbrook seinen Triple-Double-Rekord weiter ausgebaut hat. Pelicans-Star Anthony Davis muss dagegen verletzt vom Feld und ist auch für das All-Star-Game fraglich. Zum Bericht, Friedrichshafen trotz Sieges raus, der deutsche Pokalsieger VfB Friedrichshafen ist in der Champions League trotz eines Sieges gescheitert. Die Mannschaft von Trainer Vital Heinen gewann in Slowenien mit 3:2, 21:25, 25:22, 25:16, 22:35, 15:7, bei Ahvoli Ljubljana, kann das Viertelfinale mit 6 Punkten aus 5 Spielen aber nicht mehr erreichen. Zum Bericht, Münchner Siegesserie gerissen im 20. Spiel ist das passiert, worauf die Konkurrenz so sehnsüchtig gewartet hat. Der FC Bayern München Basketball musste seine erste Niederlage in der diesjährigen BBL-Saison hinnehmen. Bei den EWE Baskets Oldenburg setzte es eine 82:83 Niederlage. Zum Bericht, Arsenal kassiert Rot und Pleite, dem FC Arsenal droht nach einer überraschenden Niederlage bei Bate Borisov das frühe Aus in der ersten K.O.-Runde der Europa League. Die Londoner, bei denen Ex-Weltmeister Mesut Özil nicht im Kader stand, unterlagen beim weißrussischen Meister am Donnerstag mit 0:1 und benötigen im Rückspiel eine Leistungssteigerung, um noch ins Achtelfinale einzuziehen. Zum Bericht, Bayer unzufrieden, Sorge um Bänder, mit dem Ergebnis konnte Bayer 04 Leverkusen gut leben. Auf dem nächtlichen Rückflug nach Deutschland bereitete Trainer Peter Bosch vielmehr der Gesundheitszustand seines Abwehrchefs Sven Bender große Sorgen. Der 29-Jährige hatte sich beim 0:0 im Hinspiel des 16. Finales in der Europa League bei FK Krasnodar bei einem Foul verletzt und musste ausgewechselt werden. Zum Bericht, wilder Ritt. Eintracht verspielt Sieg. Eintracht Frankfurt hat im Eisschrank von Tscharkow einen Sieg knapp verpasst, sich aber gute Chancen auf das Europa League Achtelfinale erspielt. Trotz mehr als 80-minütiger Überzahl und zweimaliger Führung kam der Pokalsieger bei Schachtjor Donetsk letztlich nur zu einem 2:2, 1:1. Zum Bericht, Ribéry hofft auf neuen FCB-Vertrag. Frank Ribéry spielt aktuell seine 12. und voraussichtlich auch letzte Saison für den FC Bayern. Doch trotz des angekündigten Umbruchs beim Rekordmeister hat der 35-Jährige seine Hoffnungen auf einen neuen Vertrag noch nicht aufgegeben.
zum Bericht. Das passiert heute Bundesliga, Augsburg, Bayern. Das brisante Derby beim FC Augsburg vor der Brust, dem Champions League-Kracher beim FC Liverpool im Hinterkopf. Dieses Spiel am Freitag gibt uns die Richtung für das nächste Spiel vor, sagte Bayern Münchens Trainer Niko Kovac vor dem Bundesligaspiel. Bundesliga FC Augsburg, FC Bayern ab 20.30 Uhr im Live-Ticker. Im Hinspiel hatte sich Augsburg in München ein 1:1 erkämpft. 2. Bundesliga, Sandhausen, Darmstadt, Paderborn, Köln. In der zweiten Bundesliga wird es am Abend für den SC Paderborn ernst. Der erste FC Köln kommt zum Flutlichtspiel nach Ostwestfalen. 2. Bundesliga, SC Paderborn, erster FC Köln ab 18.30 Uhr im Live-Ticker. Im zweiten Duell des Abends treffen der SV Sandhausen und der SV Darmstadt 98 aufeinander. Beide Teams brauchen dringend Punkte im Abstiegskampf. 2. Bundesliga SV Sandhausen, SV Darmstadt ab 18.30 Uhr im Live-Ticker. Serie A, Juve, Frosinone Calcio, Juventus Turin empfängt Frosinone Calcio, Cristiano Ronaldo und Co. wollen die Tabellenführung ausbauen. Serie A, Juventus Turin, Frosinone Calcio ab 20.30 Uhr im Live-Ticker. Skialpin WM, Riesenslalom. Für viele stellte sich bei der Ski-WM in Aare im Riesenslalom nicht die Frage, wer Gold gewinnt, sondern mit wie viel Vorsprung Marcel Hirscher dies tun würde. Doch kurz vor dem ersten Start des Österreichers bei der Weltmeisterschaft 2019 plagt dieser sich mit einer Erkältung und Halsweh herum. Ski-Alpin, Riesenslalom der Herren ab 14.15 Uhr im Live-Ticker. Biathlon, Sprint der Männer. Der Biathlon-Weltcup in den USA geht mit dem Sprintrennen der Männer weiter. Biathlon, Sprint der Frauen ab 19.15 Uhr im Live-Ticker. Die Herren wollen dem dritten Platz von Franziska Hildebrand nacheifern und ebenfalls aufs Podest laufen. Dell, Tigers, Haie, München, Eistigers, Wildwings, Eisbären etc. In der Dell wird es wieder heiß. Der 46. Spieltag ab 19.30 Uhr im Live-Ticker. Das müssen Sie sehen. Sky Sport News HD, die 2. Bundesliga 22. Spieltag. Auch in dieser Spielzeit sind die Highlight-Zusammenfassungen der 2. Bundesliga in der Sky-Produktion Sky Sport News HD, die 2. Bundesliga ab 22.30 Uhr live im TV und Stream, parallel auch auf Sport 1 zu sehen. Bundesliga aktuell. Bundesliga aktuell präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt. Darüber hinaus werden die Zuschauer aus dem Newsstudio der Sport1-Redaktion mit einem Live-Ticker über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden gehalten und auch über die wichtigsten Sportevents des kommenden Tages informiert. Bundesliga aktuell ab 19 Uhr, 22 Uhr und 23.30 Uhr live auf Sport 1 im Free-TV und Stream. Das Videoschmankerl Mbappe Jubel. So wild feiert Neymar das PSG-Sieg gegen Man United. Der verletzte PSG-Superstar schaut sich das Champions League-Achtelfinale zu Hause an. Als Kollege Kylian Mbappe trifft, rastet er völlig aus.